Solche Dinge zu sagen, bedeutet, sich in einer bestimmten Debatte zu situieren, nämlich die philosophische Debatte danach, ob der Tod eigentlich etwas Schlechtes ist oder etwas philosophischer gesprochen, ob der Tod ein Übel ist, ob die Angst vor dem Tod eigentlich gerechtfertigt ist. Dieser Frage möchte ich jetzt im Folgenden noch etwas nachgehen. Ich möchte damit beginnen, etwas zu Platon zu sagen, der als erster diese Frage aufgeworfen und in die Philosophie hineingebracht hat, und möchte dann zu einer ganz modernen Diskussion Stellung nehmen, die von, im angelsächsischen Raum von Thomas Nagel und Bernard Williams geführt wird. Aber beginnen wir bei Platon. Platon hat als erster Philosoph deutlich herausgearbeitet und die These vertreten, dass der Tod eigentlich kein Übel ist. Der Dialog, in dem er das erläutert, ist der Dialog Phaidon. Der Phaidon beschreibt den letzten Tag im Leben des Sokrates. Er sitzt im Gefängnis, er ist zum Tode verurteilt und er wird am Abend dieses Tages den Schillingsbecher trinken und sterben. Seine Freunde sind bei ihm, um ihm das letzte Geleit zu geben und um mit ihnen noch einmal zu sprechen. Platon kontrastiert scharf die Verzweiflung, in der die Freunde sind, mit der geradezu heiteren, gelösten, freudigen Stimmung, in der sich Sokrates befindet. Die Freunde fragen ihn, äh, Sokrates, also warum, äh, wie erklärst du dir deine Freude oder was, was macht dich so froh, denn du wirst heute Abend ja sterben. Und Sokrates sagt, also er hat überhaupt keinen Grund, irgendwie traurig zu sein, weil er jetzt erst überhaupt das Ziel seines ganzen Lebens erreichen wird. Als Philosoph, so sagt Sokrates ist man nämlich sein ganzes Leben darum bemüht die Seele von dem Körper zu lösen und genau das passiert der griechischen Vorstellung zufolge eben im Tod die unsterbliche Seele löst sich endlich von dem Gefängnis das unser Körper für die Seele darstellt und genau das machen wir eben in der Philosophie so sagt Sokrates wir in der Philosophie denken wir nicht so viel nach über Dinge die man sehen anfassen betasten kann sondern in der Philosophie, da denken wir über Begriffe nach, über Dinge, die unsichtbar sind. Und unsichtbare Dinge kann man überhaupt nur mit dem Denken erfassen. Und das, was unsere Seele tut, ist eben das Denken. Und weil uns beim Denken unser Körper eher hinderlich ist, wir werden müde, wir werden hungrig, wir sind unkonzentriert, bemühen sich Leute, die im Denken leben möchten, schon jetzt darum, die Seele, wenn möglich, von dem schlechten Einfluss des Körpers zu lösen und zu trennen. Endgültig gelingt das erst im Tod. Und deswegen ist der Tod das Ziel des Lebens. Deswegen ist der Tod für Sokrates kein Übel, sondern etwas, was ihn im Leben eigentlich freut, auf das er mit Freude und Zuversicht hingibt. Jetzt hat er erreicht, was er immer schon erreichen wollte. Dieser Typ von Argumentation findet sich natürlich sehr häufig, nicht nur in Platons Phaidon, sondern er ist charakteristisch für Religionen und auch für andere Arten von Philosophieren. Die Vorstellung ist die: unser Tod ist eigentlich nicht das Ende, sondern es ist nur ein Durchgang zu einer neuen Art der Existenz. Je nachdem, in was für einer Weltanschauung oder in was für einer Philosophie oder in was für einer Religion man lebt, stellt sich das dann begrifflich anders dar. Die Griechen, Platon spricht von der Unsterblichkeit der Seele. Das Christentum spricht von der Auferstehung der Toten. Die, der Buddhismus spricht von der Reinkarnation. Immer geht es darum, dass mit dem Tod eigentlich kein Ende erreicht ist, sondern dass der Tod ein Durchgangsstadion ist in eine andere Art der Existenz. Oft, nicht immer, aber oft in eine viel bessere Art der Existenz. Und diese Aussicht darauf, dass mit unserem Tod das Leben nicht zu Ende ist, sondern weitergeht, diese Aussicht kann für manche Menschen trostreich sein. Lassen Sie mich aber auch darauf hinweisen, dass es eine ganz andere philosophische Strömung gibt, für die stellvertretend Epikur genannt werden soll. Epikur war Materialist. Wie Immer man den Materialismus von Epikur noch genauer charakterisieren sollte, klar ist für ihn, dass die Seele keinesfalls unsterblich ist, weil sie materiell ist und mit dem Tod auch stirbt. Wenn der Mensch stirbt, dann ist sowohl sein Körper als auch seine Seele tot. Und auch Epikur ist der Auffassung gewesen, dass der Tod keinesfalls ein Übel ist und dass die Angst vor dem Tod, die wir haben, vollkommen unbegründet ist. Epikur sagt: wir können nur von etwas, vor etwas Angst haben, wenn wir das, wo, vor dem wir Angst haben, wenn wir das auch erleben können. Wenn wir etwas nicht erleben können, dann können wir eigentlich keine Angst davor haben. Nun ist der Tod aber das Ende unserer Erlebnisfähigkeit. Wenn wir tot sind, dann nehmen wir nichts mehr wahr, dann spüren wir nichts mehr, dann erleben wir auch nichts mehr. Deswegen kann es keinen Moment in unserem Leben geben, in unserem Leben, in dem wir wahrnehmungs- und Erlebnisfähig sind, in dem wir den Tod erleben und erfahren. Der Tod ist eigentlich gar keine Erfahrung. Der Tod geht uns nichts an, sagt Epikur, und meint damit, dass die Angst vor dem Tod, weil wir den Tod nicht erleben können, nicht erfahren können, ganz irrational und ganz unsinnig ist. Wichtig bei Epikur ist die Einsicht, dass die Frage danach, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, in welcher Form auch immer, eigentlich für die Frage, ob, unser, ob der Tod ein Übel ist, von wesentlich geringerer, wenn nicht von gar keiner Bedeutung ist, wie viele Menschen das leicht glauben. Viel wichtiger ist der Ansatz von Tugend hat, dass die Frage, ob der Tod ein Übel ist, damit zusammenhängt, ob wir hier und jetzt mit unserem gelebten Leben zufrieden sind. Ich mache jetzt einen weiten Zeitsprung von mehreren tausend Jahren und komme zu einem Aufsatz von Thomas Nagel, der die These von Epikur bestritten hat, dass uns der Tod nichts angeht und dass der Tod kein Übel ist.